Und damit herzlich willkommen zurück. Ach ja. Stardew Valley. Morgen hat Lea Geburtstag. Das darf ich nicht vergessen. Laying of the Land. Ah ja, das ist die Sache mit den Würmern. Wetter interessiert mich gerade überhaupt nicht. Ey, nicht den Fernseher gleich einstecken. Ist der jetzt weiter vorne als vorher? Nee, täuscht. Fortune Teller brauche ich und zwar. Luck will not be on your side today. Schade. Lohnt sich es heute wieder nicht in die Mine zu gehen. Oh. Lea, meine Süße. Hey Drake, schöner Tag, nicht? Ich habe dir ein Geschenk gebracht. Es ist eine Skulptur. Da habe ich schon eine ganze Weile dran gearbeitet. Oh. Oh, sie wird genannt, wie ich über Drake denke, beziehungsweise wie ich über, also, meine Gefühle für Drake, so muss ich es ausdrücken. Ich hoffe, du magst sie. Was für eine Süße. Kommt dahin. Bisschen durcheinander das Ganze, aber, hey. So, das da. Ich weiß nicht, ob ich den Baum da vorne wirklich haben will. Nur, wie oft bin ich jetzt schon an diesem blöden Baum hängen geblieben? Wachsen tut er sowieso nicht irgendwie. So, Hundi kriegt Wasser. Ja, die Slime-Hutch baue ich jetzt übrigens erstmal doch nicht. Die scheint nicht wirklich was zu bringen. Da ist es mir dann die 10.000 einfach nicht wert. Zweimal Mais brauche ich. Zweimal Mais brauche ich und was mir so eingefallen ist, ich könnte eigentlich aus den Parsnips nochmal Parsnip Seeds machen. Die irgendwie hier drin liegen müssten, ne? Ja. Noch zweimal Mais. Da mache ich noch ein bisschen Maissaft. Parsnip. So, dann eins, zwei. Okay, der Brazier steht jetzt hier furchtbar ungünstig. Der kommt dann jetzt mal hier hoch. Okay, da sammle ich dann häufiger die Geräte ein, als mir lieb ist. Das ging fix. Brauche ich dann noch viermal Bait? Ich brauche ja sowieso Parsnip Seeds, versteht er? Dann kann ich da auch aus den paar Parsnips, die ich noch habe, auch schnell Seeds machen, da muss ich da nicht allzu viele von kaufen. So, jetzt muss ich noch fünfmal Bait ausbringen. Nimm mal 10 Bait mit, ich habe bei Lea ja auch noch Stuff unten. Eins, hallo? Hallo? 1, 2, 3, 4, 5. Hiervon brauche ich auch nichts mehr, das heißt, das kann ich alles komplett verkaufen. Nee, irgendwie bin ich jetzt durcheinander. Ah ja. Purwinkel. 20, 65. Der ist ein bisschen was wert. Den Pine Tar hebe ich tatsächlich auch mal auf. Den brauche ich nämlich bestimmt später auch nochmal zum Bauen für irgendwas. So, dann wollte ich mal ganz kurz gucken. Es gibt doch eigentlich eine Baitmaschine. Loom habe ich eh noch nicht. Ich hab die Baitmaschine nicht. Kann sein, dass das erst Angler 10 kommt, dass ich den Bait selber machen kann. Sieht mir ja fast so aus. Glows, attracts items and increases attack damage by 10%. Alter, okay, der braucht 5 Iridium Barren. Der ist aber nicht ohne. Das war Jobbers Ring, ne? Ja, genau. Gut, dann können wir hier erstmal nicht... Oh, halt, ich könnte auf jeden Fall nochmal... Kupfer ansetzen.
So, hier blubbelt alles. Da gibt es nochmal ein paar Snipseeds. Wieder nur zwei, aber zwei reichen ja. Ach, jetzt habe ich den ganzen Bait weggelegt. Den wollte ich da aufheben, weil ich unten bei Lea noch was habe. So, dann gucken wir gleich noch in die Fruchthöhle. Oh, ein Stück Mauer ist kaputt. Das ersetze ich dann. Aber erst im neuen Jahr, hätte ich fast gesagt. Das ersetze ich dann erst im zwei Enteneier. Achso, ich habe jetzt zwei Enten, die groß sind. Alter. Boah, volle Herzanzahl. Hallo, hallo, hallo. So, hab ich jetzt alles. So. Was ist denn so eine Entenmayonnaise wert? 450. Wow. Eine einzige Entenmayonnaise. 450. Das ist natürlich der Hammer. Ah, schade. Goats zählt immer noch als Baby. Komm her, hier. So, dann Futter. Mhm. Cheese. Milk Machine. Schafswolle. Gibt es hier nicht auch Schafswolle? Ziegenwolle. Nee, Ziegen geben nicht wirklich Wolle. Ich wollte nochmal schnell drüber nachdenken, aber nee. Bei Ziegen wird das nichts mit Wolle. Bisschen hier auch halt den blöden Patsch mal noch abpacken. Da wäre es cool, wenn man den einfach hinstellen könnte. Also hier in den Raum stellen könnte. Und quasi immer nur aufheben. Die Entenmayonnaise ist natürlich der Hammer. Schade, keine Frucht. Das heißt, wenn ich jetzt zu Lea runtergehe... Huch, jetzt... Oh mein Gott. Oh, ich habe jetzt gerade erst gemerkt, dass rechts leider wieder die Aufnahme hing. Warum? Warum verliert der jetzt teilweise random den Fensterfokus? Das ist doch so blöd. Da habt ihr das Spiel. Ja. Mäh. Leider 7 Minuten nur Ton und Standbild. Das ist doch blöd. Warum macht denn der das jetzt? Das hat er doch sonst nie gemacht. Blöder Schnee. Damit hat es aber nichts zu tun. Ja, gut. Tut mir leid. Habt ihr jetzt 7 Minuten kein Bild? Ich habe nicht viel gemacht, außer, was ich halt erzählt habe, paar Tiere gefüttert und so. Nicht wirklich großartig was verpasst. Gott sei Dank. Scheiße hier. Muss ich jetzt echt jedes Mal drauf achten, ob der sich dann anfängt zu bewegen. Das Fenster ändert sich doch vor allem nicht. Der Name ändert sich doch nicht von dem Fenster. Das hat er vorher einfach nie gemacht. Jetzt hat er hier auf einmal irgendwelche Bauchschmerzen. Völlig sinnloserweise. So, nochmal 10 Kupfererz und dann machen wir nochmal 10 Golderz, ready. Obwohl ich brauche. So. Wir raffinieren nochmal ein bisschen Quarz. Ich brauche eigentlich mehr Iridium, aber dazu muss ich erst Lack haben, bevor ich wieder fett in die Mine gehe. Normalerweise müsste ich da Treppen mitnehmen ohne Ende. Oder wenigstens Steine. Sag mal, habe ich hier drüben eigentlich auch noch? Ja, eine Brille ist da drin. Toll. Dum, 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 dum. Hier habe ich, glaube ich, 3, oder? Mittlerweile liegen. Ne, auch nur 2. Eine Brille und ein Cockle. Doch, jetzt. Manchmal trifft er das einfach nicht so gut. Ein Periwinkel ist das. 20. Das heißt, naja, ich habe jetzt echt gerade so plus gemacht. Hey, Lea. Ah, ich mag es, wie alles aussieht, wenn es mit Schnee bedeckt ist. Nein, ich habe die Frucht vergessen. Sekunde.
Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ah, das ist nicht gut. Kann ich dir auch einen Fisch geben? Das ist halt die große Frage. Fruits, Eggs. Was hasst sie denn? Bad. All Gems sind bad. Universal Dislikes sind bad. Sie mag alle Flower, alle Fruits, alle Artisan Goods, alle Gems. Ich würde ja halt echt gerne so einen Cockle schenken, aber da, diesen Purrwinkle. Der taucht jetzt zum Beispiel bei ihr gar nicht auf, dieser Purrwinkle. Aber all Trash, all Bait. Und so ziemlich der Rest, der aus dem Meer stammt, steht hier auf der Hate-Liste. Das heißt, das riske ich jetzt einfach mal nicht. Cool, dann habe ich jetzt für dich nix leer. Das ist natürlich schade. Wenn ich Glück habe, finde ich hier gerade eine Crystal Fruit oder sowas. Schade. Hab ich vergessen. Ne, da gehe ich jetzt Hardwood ernten. Kriegt sie halt heute mal nix. Kann ich ja morgen immer noch machen. Ich habe ja jetzt eh schon 6 Herzen im ersten Jahr. Kann man gar nicht leisten, das Haus auszubauen im zweiten. Obwohl, das müsste ich mir eventuell leisten können. Forage. Da weiß ich nicht, wie sie dazu steht, aber ich riskiere es einfach mal nicht. Plop, plop, plop. Ach, das mit dem Standbild ärgert mich gerade richtig. Weil das mal wieder so wunderschön sinnlos war. Bei jedem Aufnahmebeginn prüfen, ob die Aufnahme mitläuft. Vor allem, also, nur damit ihr es versteht, ich schließe ja zwischen den Aufnahmen das Fenster nicht. Das sind jetzt wieder so 4-5 Folgen am Stück. Jetzt bei den letzten beiden hat er auf einmal angefangen, den Fensterfokus zu verlieren. Schwachsinn. Verstehe ich nicht. Wir sind jetzt was? 90. Folge? Jetzt fängt der an mit so einem Scheiß, weißt du? Echt gar nichts, so überhaupt nichts. So, minus 3. Ja, okay. Wenigstens ein paar Würmer. Prehistorical irgendwas und ein Buch. Lostbook. Guck ich mal hier unten lang. Oh, Würmer. Die Axtspitze haben wir schon. Noch ein Buch, ey. Ich muss doch langsam alle Bücher haben. Hier wäre eine Blume. Blume mag sie ja sowieso. Vielleicht finde ich ja Lea jetzt irgendwo. Weiß gar nicht, wo die sich so rumtreibt im Winter. Kein Holz hier irgendwo, nix. Doch, da ist ein Baum ready. Die finde ich natürlich gleich zweimal, weißt du? So sauer. Zeug. Maple Seeds, das ist super. Ist echt cool, dass hier draußen auch nochmal ein bisschen Maple wächst. Ich hab's bei mir drin ja fast ausgerottet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hier gerade bin. Kartentechnisch. Ah ja, fast an der Kanalisation, wo ich nicht reinkomme. Das war ein Acorn. Okay. Hey, komm her. So, die Slime hat sparen wir uns jetzt sowieso. Das heißt, wir können tatsächlich die Barns und so weiter sind alle relativ teuer. Wäre natürlich auch geil, wenn wir die fertig kriegen für Winter 2. Ja, und hier komme ich nicht rein, brauche ich einen Schlüssel. Treppen sind hier überall nicht. Da gab es auch eine coole Mod. So, Stardew Advanced heißt die. Ne, Stardew Valley Advanced heißt die, glaube ich.
Die aber aktuell nur für Stone portiert ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Da kommen ja überall nochmal Treppen und Wege hinzu, damit man es halt ein bisschen einfacher hat, was das Laufen angeht. Ich bin gespannt, ob das gut geht. Ne, ist tatsächlich komplett ins Wasser gefallen. Sehr gut. Plopp. Da noch mein Holz. Ja, Lea ist vorhin gegangen, das heißt, ich glaube auch nicht, dass die jetzt da ist. Nö. Ich darf aber in ihr Häuschen. Ah, gut, okay, bei 6 Herzen werde ich aber ins Häuschen dürfen. Die hat morgen Geburtstag, unsere liebe Lea. Ich frage mich, wo die sich gerade so rumtreibt. Ja, sei vorsichtig, dass du nicht auf dem Eis ausrutschst, Liebes. Sie spielt gerne mit Kindern im Schnee. Sie verbringt gerne viel Zeit in ihrem Zimmer. Und er möchte gerne wie sein großer Bruder sein, wenn er aufwächst. Na gut. Na gut. Major Lewis. Oh, es ist schon wieder fast ein Jahr vorbei. Oh, Lea. Stark. Take my gift. Take my gift. 2, 4, 6 Herzen. Stark. So, der hier hat eh nichts großartig im Angebot. Außer Bäume. Aber Kirschbäume habe ich genug. Die wachsen alle dann im Spring. Aprikosenbäume habe ich nur 2. Da war ich ja auch am Überlegen, ob ich da nochmal. Ah gut, okay, die wachsen im Spring. Dazu ist es jetzt eh zu spät. Das heißt, ich sollte mich jetzt vielleicht lieber auf Summer Trees konzentrieren. Im Summer wächst Peach and Orange. Peach and Orange. 8000 wären dann weg. Ich bräuchte 4 Bäume. Wow, da wären 16.000 weg. Dann hätte ich noch 13.000 für Samen. Hätte aber im Sommer Orangen. Ah. Wollen wir das jetzt echt riskieren? Lass mich ganz kurz drüber nachdenken. Dann hätten wir im Sommer Orangen. Und ich habe da oben ja 2 Spots vorgesehen für 4 Bäume. Dann könnte ich da echt 4. Obwohl, wenn ich da 4 Bäume hinpflanze, fällt mir gerade ein, sehe ich nie das Feld. Dann sehe ich nie das Feld, was dahinter ist, wegen den Bäumen. Da weiß ich nicht, ob ich das will. Puh, da wäre zwar ein super Platz für Bäume, aber jetzt ganz ehrlich, da sehe ich dann nie das Feld dahinter. Wisst ihr, wie schwer sich das dann gießen und ernten lässt? Ich denke, wir haben erstmal genug Kirschbäume. Aprikosenbäume sind recht günstig, aber die kriege ich halt nicht fertig. Was habe ich da unten? Äpfelbäume gepflanzt? Das weiß ich jetzt ja nicht, was ich da unten gepflanzt habe. Ich glaube Kirschbäume. Zusammen sind es 10.000. Ein Peach und ein Orange Tree. Lass mich, ich bin echt unentschlossen gerade, was ich jetzt damit mache. Ich könnte natürlich auch rechts da, wo ich jetzt das Gras habe, wo ich das abgezäunt habe, gucken, ob ich da so eine Baumfarm hinkriege. Das ist eigentlich eine coole Idee. Das ist eigentlich eine echt coole Idee. Und die wachsen halt immer nur einen Monat lang. Ich müsste aber halt jetzt echt langsam schon anfangen für ein. Ich will wenigstens 2 Bäume im Sommer haben. Ich will wenigstens 2 Bäume im Sommer. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie. Ah, ich hab 4 Hartholz vergessen. Naja, was soll's. Ich hoffe, das war jetzt echt nicht too much.
Ach ja, ach ja, ach ja. Da war nämlich die Idee, passt auf, dass ich quasi hier eine Art Baumfarm draus mache. Wie breit ist denn das? Ich könnte quasi hier einen Baum hin, obwohl da komme ich nicht mehr ans Wasser. Hier einen Baum hin. Danke, hier einen Baum hin. Und hier einen Baum hin. Ey, das passt perfekt. Das würde perfekt passen. Dann machen wir das doch so. Hier ein Orange Tree. Und hier ein Peach Tree. Okay, dann machen wir hier eine Baumfarm draus. Dann war es das hier mit irgendwie. Kommen ja so schön Bäume hin. Das passt dann auch hier mit den Bäumen. Da oben noch, dann haben wir ja so quasi eine Baumecke, wo komplett Bäume wachsen ohne Ende. Was natürlich letzten Endes bedeutet, dass ich einen neuen Ort brauche, um. Ah, mal schnell einen Schluck getrunken, dass ich einen neuen Ort brauche, um Gras anzupflanzen. Vielleicht hier unten. Machen wir das da unterhalb. Ja, das sieht gut aus. Weil ursprünglich sollten die Bäume ja hier hin. Nämlich hier und hier. Quasi hier und hier. Aber dann wächst der ja bis hier. Dann sehe ich immer die ganze Zeit die Reihe nicht zum Abernten. Was habe ich denn jetzt hier unten? Drei Felder? Nee, zwei Felder immer bloß. Keine Ahnung, was ich da hinbaue. Da könnte ich eigentlich noch was hinstellen. Ja. Da kann ich später noch was hinstellen. Da mache ich hier so ein Wood Flooring. Das mache ich vielleicht sogar gleich. Passt auf. Ja, ich habe eh 108 Wood dabei. Da mache ich hier so ein Wood Flooring. Wood Flooring, Wood Flooring. Ah ja. So. Ach, ja. Ich gehe nochmal ansetzen hier, wenn ich einmal hier stehe. Plop, plop. Gehe ich nochmal vier Quarze ansetzen. Oh, habe ich überhaupt dran hier gegessen? Habe ich hier an alles gedacht? Habe ich hier an alles gedacht? Hundi habe ich gedacht. Hier ist nochmal ein Pintar. Hier ist nochmal ein Pintar. Das ist okay. Maple Syrup. Viecher waren alle gefüttert, oder? Oh, a new baby duckling hatched. Thriller. Oh, jetzt habe ich natürlich leider kein Entenei mehr für noch ein Duckling. Das heißt aber, dass ich A, noch ein Essen mehr brauche. Noch zwei Heu. Zwei kann ja wohl nicht stimmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Vier, drei, sieben. Sehe ich nämlich auch so. Keine Ahnung, warum der jetzt noch zwei rausgeholt hat. Bup, 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 bup. No. Und dann habe ich heute ein bisschen mehr und morgen ein bisschen weniger. Das habe ich aber so gemacht. Die Mauer ersetze ich später. Versteht ihr? Da könnte ich hier nochmal so ein bisschen. Hier ist Mauer, ne? Ja, genau. Bisschen Flooring. Da kann ich da nochmal was hinstellen. Keine Ahnung, was man da hinstellen kann. Ja, sehr gut. Gut mitgerechnet. Passt. Ja, aber was ich da hinstelle, denke ich mir dann später aus. Huch. Dann geht die Area vielleicht wirklich nur bis hier. So. Vielleicht noch bis hier runter. Lass mal gucken, was da noch geht. Ich verbrate ich gerade ein bisschen mein Holz, ich weiß, aber. Dann könnte hier nochmal. Halt. Hier nochmal eine Reihe Zeug hin. Dann vielleicht eher doch so hier.
So, dann kann ich hier nochmal eine Reihe Zeug hin, irgendwas. Und wenn das dann hier voll ist mit Zeug, dann fange ich an, das hier hinzustellen. Ist eigentlich eine ganz coole Idee, finde ich. Dann brauche ich noch ein bisschen. Oh, so viele Steine hatte ich nicht. Naja, muss ich damit erstmal leben. So, noch ein bisschen Quarz. Dann kommt hier das Wood Flooring mit rein. So, dann habe ich hier Müll. Dann habe ich haufenweise Stuff zum Verkaufen. Und zwar brauche ich Cheese, Perwinkle, ein hiervon, das da, das da, das da, das da, das nicht. Das da, das da, das da, das nicht. So ist ganz okay. Dann packen wir den Bait hier rein. Dann packen wir das hier mit rein. Das hier mit rein. Den habe ich hier hinten. Und die Maple Seeds, die bringe ich doch tatsächlich nochmal schnell aus. Denn dann wachsen die schon mal noch einen Tag. Aha. Nicht so hier, mein Freund. Echt nervig. Ich glaube, da muss ich dann, wenn das hier später mal fertig ist, echt durchlaufen mit Wegen, mit irgendwelchen Wegplatten, mit Holzwegen oder so. Und das hier alles zupflastern. Oder vielleicht nicht mit Holzwegen. Weiß ich nicht. Mit Cobblestone, irgendwas, damit hier nicht immer die Samen dann runterfallen und wachsen. Das wäre mir nicht so lieb. Maple. Das ist das hier. 1, 2, 3. Ich habe mal gesagt, eine vierte Reihe machen wir noch. Ja, eine vierte Reihe geht noch. Ich kann ja später, wenn es mit der Farm dann echt eng wird, irgendwie in Jahr 2 oder 3, andersweitig Platz machen. Ein Acorn habe ich jetzt noch, aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Zack, so kriege ich natürlich auch raffinierten Quarz. Soll mir recht sein. So, so, so. Okay, dann sind wir jetzt durch für heute. Morgen hat Lea Geburtstag. Da gibt es ein Bonusgeschenk. Zack. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Wow. Richtig Kohle gemacht nochmal. 5, 6.000. Stark. Habe ich die Bäume echt fast wieder rein. So muss das sein. Was hat denn hier so viel Kohle gebracht? Boah, der Käse, die Entenmayonnaise. Alter. Wow, Glück gehabt, dass ich dreimal Goldkäse hatte. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.